Schnabulier-Probierzeit. Mitten in Lebkuchen City darf ich sie heute probieren. Von der Lebküchnerei nusselt die Elisen-Lebkuchen. Und ich freue mich ganz besonders darauf, denn die durfte ich bis jetzt noch nie probieren. Lebküchnerei Nusselt ist ein Traditionsunternehmen bei uns hier in der Region. Seit 1888 werden dort Lebkuchen gebacken. Alles ist auch heute noch sehr handwerklich. Nahezu alles wird auch noch mit der Hand dort gemacht. Und das ganz Besondere ist, ihr seht es hier schon, wir haben ein Verfahren entwickelt, dass Sie die Schokolade je nach Geschmack aromatisieren können. Und hier beiße ich jetzt gleich mal in einen Glühwein-Lebkuchen hinein. Ganz, ganz lecker. Und die Glasur außen schmeckt richtig fruchtig. Die Lebküchnerei Nusselt legt großen Wert darauf, dass keine Geschmacksverstärker oder irgendwelche künstlichen Sachen in ihre Lebkuchen kommen. Und das schmeckt man auch. Ganz, ganz nussig, ganz, ganz fein. Ich muss einfach jetzt noch mal den Eierlikör für euch probieren. Da bin ich nämlich auch ganz gespannt drauf. Sehr, sehr lecker. Und ich finde einfach, die Farben sind genial, gerade zum Verschenken auch was ganz, ganz Tolles. Bäckerei Nusselt hat den Hauptsitz in Nürnberg-Kornburg. Ihr findet aber auch noch weitere Filialen, die guckt ihr bitte im Internet nach. Und ansonsten gibt es eigentlich die Bäckerei Nusselt auch immer auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem Christkindlesmarkt. Ich wünsche euch was, ich schnabuliere mich jetzt hier noch durch die weiteren Sorten und probiert es.